Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Woche für das Leben, was wir unter der Würde des Alters und Altern in Würde verstehen. Zeit für Bildung, der Bildungskongress des Katholischen Schulwerks Bayern. Und Ende einer Amtsperiode, Weihbischof Anton Losinger über seine Zeit im Deutschen Ethikrat. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. An diesem Wochenende wurde in ganz Deutschland die ökumenisch getragene Aktion Woche für das Leben eröffnet. Mit dieser Aktion werden seit über 20 Jahren Menschen in allen Lebenslagen in den Blick genommen. Seit 3 Jahren geht es dabei im Schwerpunkt um das hohe Alter und das Lebensende. In diesem Jahr lautet das Motto Alter in Würde. Was verstehen wir darunter? Ist es die Würde des alten Menschen allgemein oder meinen wir das Altern in Würde oder beides? Wir sind diesen Fragen nachgegangen. Es ist doch eigentlich schön, alt zu werden. Denn was ist die Alternative? Jung sterben? Didi Hallervorden hat es kürzlich so gesagt: Das Schlimmste am 80. Geburtstag ist, wenn man ihn nicht erlebt. Aber vielleicht gibt es auch ein anderes Altwerden, eines, das keiner will, das mit Schmerzen, Abhängigkeit und Einsamkeit eng verknüpft ist. Wer selbst noch nicht alt ist, hat Schwierigkeiten, sich Altsein vorzustellen. Fragen wir also Betroffene selbst. Wie ist das mit dem Altwerden in Würde? Das ist für mich kein Thema, weil ich spiele sehr viel Tennis und beschäftige mich auch so, mache Bergtouren. Ja gut, Skifahren habe ich aufgegeben wegen meiner Knie, aber sonst Altern, das ist für mich kein Thema. Ich war selber Altenpflegerin und habe also viele Probleme gesehen. Und ich wünsche mir, dass ich so lange wie irgend möglich selbstständig bleiben kann. Ich werde älter und in manchen Angelegenheiten habe ich Defizite, weil ich mit der modernen Welt, wir waren jetzt gerade auf der Bank und meine Tochter hat mir das gezeigt, weil sonst macht das alles mein Mann und dann habe ich alles aus der Hand gegeben und ich weiß nicht Bescheid. Ja, und dass man dann den alten Menschen auch respektiert, wie er ist, mit Plus und Minus. Ich brauche keine Unterstützung. Was soll das Ganze? Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und jeder kann sich bewegen und dann dafür sorgen, dass er selber in Würde alt wird. Das ist nicht eine Sache der Allgemeinheit, sondern das ist eine Sache des Einzelnen. Die Meinungen gehen, vermutlich begründet auch durch den jeweiligen Gesundheitszustand, weit auseinander. Aber selbstständig bleiben ist ein Wunsch der meisten alten Menschen, die ja auch einmal selbst junge Menschen waren, für die genau das vollkommen normal war. Im Leben stehen, alles selbst tun, alles selbst können. Doch wenn das nicht mehr geht, ist es gut, wenn Hilfe organisiert wird. Wir haben bei uns im Bistum viele hundert Leute, die sich in Besuchsdiensten, in den Pfarreien auf den Weg machen, in die Alten- und Pflegeheime, aber auch zu den Leuten nach Hause. Und für die sind wir da. Und ich glaube, das könnten wir in Zukunft noch viel, viel stärker fördern, weil die brauchen auch unsere Unterstützung, die brauchen Ausbildung, die brauchen jemanden, der dann auch für sie mit da ist. Und das ist eine große Chance, dass wir Menschen im Alter nicht alleine lassen. Für alte Menschen gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich betreuen zu lassen. Seniorenheime bieten Hilfe in unterschiedlichen Pflegestufen. Es gibt auch andere Wohnformen wie Mehrgenerationenhäuser oder betreutes Wohnen. Hinzu kommen noch ambulante Unterstützungen. Bei all dem, was für das körperliche Wohl notwendig und unabdingbar ist, darf die Seele nicht zu kurz kommen. Ich denke, die Würde eines Menschen liegt weder an der Leistungsfähigkeit noch an seinem Aussehen noch an seiner Produktivität, sondern wir Christen glauben sowohl an die Schöpfungsordnung, nämlich Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild und Gleichnis. Das ist nicht nur die Jugend, die Schönheit, die Fitness, sondern in allen Lebensphasen ist der Mensch Bild und Gleichnis Gottes. Und auf der anderen Seite dann auch in der Erlösungsordnung. Jesus Christus hat die Welt, hat die Menschen erlöst, kleine und große, junge und alte Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dazu gehört auch die Würde des alten Menschen und dazu gehört, in Würde altern zu dürfen. Mit allem, was das auch mit sich bringen mag.
Ein bisschen Unterstützung wäre nicht schlecht. So denken viele Menschen, die etwa alt sind und im Alltag nicht mehr ganz so gut zurechtkommen wie früher, die nach einem Krankenhausaufenthalt vielleicht noch nicht vollständig genesen sind. Aber auch Menschen, die ihre Angehörigen pflegen und dafür viel Zeit und Kraft opfern. Ein bisschen Unterstützung wäre nicht schlecht. Hier setzen die Sozialstationen im Bistum Augsburg an. Das sind Einrichtungen unter der Trägerschaft der Caritas, die dort helfen, wo sie gebraucht werden. Wir haben die Sozialstation-Mitarbeiter der Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen begleitet. Eine ihrer wichtigsten Säulen ist die ambulante Pflege. Mit Anfang 20 war Erna Meyer nicht auf Hilfe angewiesen. Heute, fast 80 Jahre später, ist das anders. Seit ihrem Oberschenkelhalsbruch ist die 97-Jährige an ihren Rollstuhl gebunden. Angehörige, die sie pflegen könnten, gibt es nicht mehr. Deshalb bekommt sie mehrmals am Tag Besuch der Sozialstation. Die Mitarbeiter helfen Erna Meyer dabei, ihren Alltag besser bewältigen zu können. Die Sozialstation ist für mich das Wichtigste. Die sorgen für mich und da kann ich auch alle meine privaten Sorgen abladen. Und darum ist mir das so wichtig und ich freue mich immer, wenn sie kommen. Hinter dem Projekt Sozialstation der Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen steckt der Gedanke der Nächstenliebe. Alte und kranke Menschen sind ein immer größer werdender Teil der Gesellschaft. Sie dürfen nicht einfach vergessen werden. Es geht aber auch darum, ihnen ein Altern in Würde zu ermöglichen. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn jemand älter ist oder alleinstehend ist und Pflegebedarf da ist, dass er ins Heim geht, in das Seniorenheim. Aber für den größeren Teil ist es ja ein ganz großes Anliegen, in seiner gewohnten Umgebung bleiben zu können. Konkret heißt es dann, es braucht Leute, die sich um sie annehmen, die sie einmal oder manchmal auch zweimal oder gar dreimal am Tag besuchen. Und darum ist die Sozialstation eine ganz große Hilfe und ist ein Teil auch unserer Seelsorge in der Pfarrgemeinde. Rund 15 Fachkräfte sind allein am Stützpunkt Ambulante Pflege in Versee tagtäglich im Einsatz, um die Patienten zu versorgen. Eine gute Organisation ist Voraussetzung. Eine sehr wichtige Stütze ist aber auch der Förderverein Ambulante Pflege St. Blasius e.V. Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden können zusätzlich Kosten gedeckt werden. Der Förderverein spielt insofern eine sehr wichtige Rolle, weil es eben auch Menschen gibt, die durch ihre Erkrankung, durch die Schwere ihrer Erkrankung oder eben durch ihre Hochaltrigkeit mehr Zeit brauchen, als von der Kasse refinanziert würde. Und diese Zeiten, die wir länger brauchen, die werden durch den Förderverein finanziert. Bei Erna Meyer geht es heute flott. Nur der Verband am Bein muss gewechselt werden. Da bleibt den dreien auch noch ein bisschen Zeit zum Reden. Das ist wichtig. Den Mitarbeitern der ambulanten Pflege genauso wie den Patienten. Ich versuche ja auch das nur zu ersetzen, was der Mensch nicht mehr kann und ihm trotzdem auch seine Würde zu bewahren, dass es sich dann nicht behindert vorkommt, sondern dass er einfach nur eine Hilfe annehmen kann. Und wenn man dann eben die Frau Meyer sieht und ihre Geschichten aus dem Leben und man redet auch mal über die Politik oder ja, über Kunst, dann ist das halt auch eine Bereicherung, wie wenn man Freunde trifft. Und dann machen sie sich auch schon wieder auf den Weg. Denn an diesem Tag warten noch viele andere Menschen auf den Besuch der Sozialstation-Mitarbeiter, weil sie deren tatkräftige Unterstützung dringend benötigen. Wer mehr über den Förderverein Ambulante Pflege St. Blasius e.V. erfahren möchte, kann sich einfach an die Pfarrei Herz Jesu in Augsburg-Versee wenden. Vom Alter jetzt zur Jugend. Und da gilt die Devise, Stillstand ist Rückschritt. Nur wer in Bewegung ist, bleibt auf der Höhe der Zeit. So könnte man den Bildungskongress des katholischen Schulwerks in Bayern überschreiben, der alle 2 Jahre stattfindet. Heuer ging es beim Treffen von Schulleitern, Schulträgern und Gästen aus dem Bildungsbereich darum, was das Plus der katholischen Schulen in Bayern ausmacht. Eine Reihe namhafter Referenten beschäftigte sich 2 Tage lang mit dem Thema. Warum der ehemalige Bundesverfassungsrichter Professor Dr. Paul Kirchhoff bei dem Kongress anwesend war, das erfahren Sie jetzt. Wie wichtig der Bildungskongress des katholischen Schulwerks in Bayern für die Schulleiter und Pädagogen ist, zeigte schon ein Blick auf den sehr gut gefüllten Saal im Haus St. Ulrich.
Professor Wolfgang Zierer war der erste von verschiedenen Referenten an diesem Tag. Sein Thema: katholische Schulen und deren Lehrkräfte. Ich teile nur die Auffassung von Kardinal Marx, dass katholische Schulen Leuchttürme sein können. Ich würde sagen, sie sind es noch nicht überall, weil manchmal auch eine katholische Schule nicht davor gefeit ist, dem Mainstream zu erliegen und dann womöglich das, was sie sich auf die Fahnen schreibt, zu vergessen, zu vernachlässigen. Aber aufgrund dieser katholischen Ausrichtung, dieses Bekenntnis zum Christentum, diese Fokussierung auf Glaubensfragen, die, wie ich es vorhin gesagt habe, auch in der Nähe zum Bildungsfragen stehen, haben katholische Schulen ein Potenzial, das andere Schulen nicht unbedingt haben. Dieses Potenzial können sie ausspielen und zu Leuchttürmen in der Tat werden. Erfolgreiche Lehrer sind also eine der Voraussetzungen dafür, dass die Schulen ihren Auftrag erfüllen können. Deswegen nehmen die Pädagogen und Schulleiter auch gerne an dem Kongress, der in diesem Jahr bereits zum 6. Mal stattfand, teil. Man kann die eigene Arbeit in der Schule reflektieren, ganz anders, neue Impulse bekommen und die natürlich an die Kollegen weitergeben, damit sich das Kollegium als Ganzes und die Schule als Ganzes eben auf einen neuen Weg vielleicht oder auf einen besonderen Weg machen kann. Immer wieder entdeckt man neue, gute Ansätze und das beschwingt einen, ermutigt einen dann auch wieder im Alltag mit anderen Kollegen zusammen, Schulentwicklung im Sinne und fürs Wohl unserer Schülerinnen und Schüler betreiben zu können. Trotz aller Erfahrungen, die man hat im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, sind es immer wieder Impulse, Ideen, Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, weiß ich ja, aber sollte ich irgendwie doch vielleicht noch mal besser umsetzen. Um das geht's. Auch wenn viele katholische Schulen in Bayern derzeit mit großen Herausforderungen wie dem Schülermangel konfrontiert sind, stehen sie insgesamt sehr gut da. Und das ist zu einem großen Teil ein Verdienst des Augsburger Weihbischofs Anton Losinger. Er wurde in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis Generoso Animo für hochherzigen Einsatz ausgezeichnet. Die Laudatio hielt der ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhoff aus Heidelberg. Er kennt und schätzt Weihbischof Losinger seit vielen Jahren. Er ist ein Kirchenmann, der das Kirchliche liebenswürdig vertritt, der Humor hat, der zuhören kann, der weiß, dass er mit seiner, gerade in unserer Gegenwart, so besonders anspruchsvollen Botschaft den Menschen nur erreicht, wenn er vom Menschen her denkt. Und dann muss er das dem Schüler anders sagen als dem Erwachsenen und dem Naturwissenschaftler anders sagen als dem Theologen. Das heißt, er braucht eine große Menschenkenntnis und eine große Bereitschaft, aus dieser Menschenkenntnis auf den Gesprächspartner zuzugehen. Und darüber verfügt Herr Losinger in herausragender Weise. Weihbischof Losinger ist eine der prägenden Gestalten für das katholische Schulwesen. In Augsburg natürlich, aber auch in Bayern in den letzten 12, 15 Jahren. Und er ist ein überzeugender Verfechter der katholischen Schule und weiß, was sie ist und sein soll. Die katholischen Schulen in Bayern sollen jungen Menschen unter anderem die Fähigkeit vermitteln, die Welt zu ergründen und zu verstehen. Wichtige Bausteine dafür sind Kompetenz und Haltung der Schulleiter und Lehrer. Der Bildungskongress des katholischen Schulwerks hat das Plus dieser Schulen noch einmal deutlich gemacht. Weihbischof Anton Losinger hat sich nicht nur im katholischen Schulwerk verdient gemacht, sondern auch als Mitglied des Deutschen Ethikrats. Jetzt ist seine Tätigkeit dort zu Ende gegangen. Ein Interview mit ihm sehen Sie am Ende der Sendung. Jetzt aber zu den Kurznachrichten. Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg hat sich an diesem Wochenende zu seiner Frühjahrsvollversammlung in Augsburg getroffen. Im Mittelpunkt stand das Thema Barmherzigkeit. Der Tragebalken, der das Leben der Kirche stützt, ist die Barmherzigkeit. Dieses Zitat aus der Verkündigungsbulle von Papst Franziskus zum Jahr der Barmherzigkeit war das Leitmotto der zweitägigen Vollversammlung. Wir wollen vom Diözesanrat aus Barmherzigkeit über die Dekanatsvertreter in die Pfarreien tragen, damit Barmherzigkeit dort noch präsenter wird, noch mehr an Bedeutung gewinnt und auch konkreter wird. Das heißt, dass sich die Menschen aufmerksamer, einfühlsamer einander zuwenden und auch einander unterstützen. Und das sind die sieben Werke,
der leiblichen und die 7 Werke der geistigen Barmherzigkeit ganz konkrete Hilfsmittel, ganz konkrete Unterstützungen. Der Diözesanrat mit seinen 86 Mitgliedern vertritt im Bistum Augsburg die Anliegen der katholischen Laien in der Öffentlichkeit und gibt Anregungen für die Arbeit in den Pfarrgemeinderäten. Eine Pilgerreise für Kranke und Gesunde führt auch in diesem Jahr wieder in den französischen Marienwallfahrtsort Lourdes. Die Flugreise ab München dauert vom 1. bis zum 5. September und wird von 3 Geistlichen begleitet. Ab sofort können Sie sich dafür anmelden. Auf dem Programm in Lourdes steht unter anderem eine internationale Messe in der größten unterirdischen Basilika der Welt. Außerdem eine Sakraments- und Lichterprozession im Heiligen Bezirk. Lourdes zählt mit rund 6 Millionen Pilgern jährlich zu den bedeutendsten Wallfahrtsorten der katholischen Kirche. Weitere Informationen zu der Wallfahrt Anfang September erhalten Sie bei der Diözesan-Pilgerstelle der Diözese Augsburg. Mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele, die im August und September dieses Jahres in Rio de Janeiro stattfinden, hat sich der katholische Deutsche Frauenbund KDFB dem Aktionsbündnis Rio bewegt uns angeschlossen. Mit dieser bundesweiten Kampagne soll auf faire Bedingungen sowohl im Sport als auch für Menschen in den Armenvierteln Rios aufmerksam gemacht werden. Auch der Augsburger Diözesanverband trägt die Aktion mit. Die Frauenbund-Frauengruppen möchten Wallfahrten oder Solidaritätsläufe oder auch Wanderungen durchführen und mit dem Geld, das sie da an Spenden sammeln möchten, die Frauen Kinder- und Jugendprojekte, die vor allem nachhaltig sind, in Rio unterstützen. Hoher Besuch bei der Augsburger Frühjahrsausstellung. Weihbischof Florian Wörner hat in der vergangenen Woche zusammen mit der evangelischen Stadtdekanin Susanne Kasch die Grillsaison eröffnet. Die Fleischer- und die Handwerkerinnung hatten die Vertreter der beiden großen Konfessionen zum offiziellen Angrillen eingeladen. Und sie zeigten ihr Geschick am Grillbesteck. Zuvor sprachen Weihbischof Wörner und Stadtdekanin Kasch über die Herausforderungen, die die Zukunft für die Fleischerei und Handwerksbetriebe in der Region bereithält. Und sie sicherten dabei die Unterstützung der Kirche zu. Die Augsburger Frühjahrsausstellung AFA ist eine der größten Verbrauchermessen Süddeutschlands. Sie ging am heutigen Sonntag zu Ende. Das waren die Nachrichten im Überblick. Sterbehilfe, genetische Diagnostik, anonyme Kindesabgabe. Mit diesen und anderen hochkomplexen Themen hat sich Weihbischof Anton Losinger in den letzten 8 Jahren im Deutschen Ethikrat beschäftigt. Zum Ende seiner Amtszeit haben wir mit ihm gesprochen. Das und mehr gleich. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Eine sinnvolle Aufgabe zu haben, um am Abend zufrieden nach Hause gehen zu können. Was für die meisten selbstverständlich ist, ist für alkoholkranke Menschen ein ganz entscheidender Punkt, um wieder ins normale Leben zurückkehren zu können. Das Abbé-Pierre-Zentrum in Augsburg bietet solche sinnvollen Aufgaben für seine Klienten. Die gemeinsame Arbeit im Garten, in der Küche oder in der Werkstatt gibt Kraft und Halt. Und seit kurzem gibt es im Abbé-Pierre-Zentrum etwas ganz Besonderes. Nein, hier sind keine Bäcker am Werk. Hier bereiten Bewohner und Mitarbeiter des Abbé-Pierre-Zentrums im Augsburger Stadtteil Spickel Brotteig vor, um ihn später auch selbst zu backen. Die gemeinsame Arbeit ist für die alkoholkranken Menschen hier sehr wichtig. Davon ist der Leiter des Zentrums, Stefan Leinsle, überzeugt. Bei den Planungen für den Ablauf des Donnerstags ist seit ein paar Monaten ein Termin immer gebucht. Gemeinsames Brotbacken. Ich glaube, uns geht es allen so, dass wir das Gefühl haben, wir gehören zu jemandem dazu. Wir haben eine Familie, wir haben eine Gemeinschaft. Wir spüren Halt, wir können unsere Sorgen loswerden, wir können Hilfe annehmen und dadurch wieder leben. Und mit dem Brotbackofen ist so ein zentraler Punkt. Wir müssen in der Früh gemeinsam anfangen. Jeder muss einen Teil dazu beitragen, vom Feuern bis zum Teig machen, zu backen. Und am Nachmittag sieht man das fertige Produkt und jeder kann ein Stück Brot mit nach Hause nehmen und kann sagen, super, toll, ich habe was geschaffen.
Am Herzstück des gemeinsamen Brotbackens steht heute Felix Hassel. Er sorgt zuerst für die nötige Hitze und räumt danach die Glut aus dem Ofen. Felix ist wegen seiner Alkoholprobleme seit 3 Jahren hier im AB-Pierre-Zentrum. Dem wöchentlichen Brotbacktermin sieht er schon immer gespannt entgegen. Erstmal sehe ich das Produkt, was ich selber hergestellt habe, und ich habe eine Aufgabe hier. Und ich bin 6 Stunden von zu Hause weg, wo ich wirklich nicht trinke. Dass der Ofen in dieser Form auf dem Gelände des Zentrums steht, ist vor allem Dieter Jahn zu verdanken. Der gelernte Maurer und Sozialarbeiter hat sich gemeinsam mit den Klienten des Zentrums ein Buch über das Ofenbauen besorgt. Dann ging's ans Werk. Und schließlich steht hier seit Anfang Dezember letzten Jahres ein waschechter Brotbackofen, der dank der unterschiedlichen Fähigkeiten aller Klienten gebaut werden konnte und der bis heute jede Woche benutzt wird. Es ist ja heute kein Thema, wenn man irgendwo sich einen fertigen Ofen mit Fertigteilen kauft, den hinzustellen und dann sagt, so, jetzt haben wir so einen Ofen. Wir wollten alle einbeziehen, die irgendwo im Handwerk was schon mal gelernt haben oder verschüttete Fähigkeiten haben oder aber auch Fähigkeiten, die gar nicht zum Handwerk gehören, und dann sagen, wenn sie dabei sind, das machen wir jetzt so und vielleicht können wir das noch mit einbringen. Und dadurch ist er auch so entstanden, dass er diese einmalige Form gekriegt hat. Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und für die Gemeinschaft. Diesem Ziel näher zu kommen, dazu trägt der Brotbackofen im AB-Pierre-Zentrum in Augsburg seit einigen Monaten einen wichtigen Teil bei. Und das Beste ist, am Ende der wöchentlichen Backaktion steht dann frisches, selbstgebackenes Brot. Der Deutsche Ethikrat beschäftigt sich mit Fragen, die sich im Zusammenhang mit Forschung und Wissenschaft und deren Anwendung auf den Menschen ergeben. Das ist so ganz grob gesprochen die Aufgabenstellung. Der Ethikrat informiert, bezieht Stellung und gibt entsprechende Empfehlungen an Bundesregierung oder Bundestag. Er setzt sich aus 26 Sachverständigen zusammen, die jeweils für 4 Jahre gewählt werden und nur einmal wiedergewählt werden können. Danach endet die Mitgliedschaft zwingend. Turnusgemäß scheidet jetzt Weihbischof Anton Losinger aus dem Deutschen Ethikrat aus. Meine Kollegin Christina Appelt hat ihn getroffen. Herr Weihbischof, Sie waren jetzt 2 Amtsperioden lang, 8 Jahre, Mitglied des Deutschen Ethikrats. Was denken Sie, was ist Ihre persönliche Bilanz nach 8 Jahren? Was denken Sie für sich? Was ziehen Sie raus? Was konnten Sie einbringen? Und was ist die Bilanz, die Sie ziehen würden, tatsächlich von diesen 8 Jahren Deutscher Ethikrat? Für mich persönlich würde ich sagen, ich hatte in dieser zurückliegenden Zeit einen der interessantesten Posten, die Bischofskonferenz mitbestimmen kann, weil bei diesen Fragestellungen im Deutschen Ethikrat es um grundsätzlichste Fragen von Lebensrecht und Menschenwürde geht. Das vor allem jetzt in einer Zeit, in der ganz moderne wissenschaftliche Forschungen und Erkenntnisse im Bereich Gentechnik und Biomedizin in einer Turbo-Geschwindigkeit auf uns zukommen. Herr Weihbischof, die Medizin und die Forschung, die geht so schnell voran. Kann die Ethik dann überhaupt noch Schritt halten? Wir müssen bei einer ganzen Reihe von Forschungsgegenständen beobachten, dass die Forschung in einem horrenden Tempo vorangeht und dass zum Teil die ethische Reglementierung immer hinterdrein hechelt. Das ist gerade in diesen modernen Hype-Wissenschaftsgebieten der Fall, wo es etwa um biomedizinische, lebenswissenschaftliche Fragen geht. Das heißt aber nicht, dass wenn man mit der Ethik hinter der Forschung drein ist, man langsam tun kann oder die Hände in den Schoß legen. Im Gegenteil, die Ethik ist noch mehr herausgefordert, in diesen Würde- und Lebensrechtsfragen tätig zu werden, weil die Potenziale, die die Wissenschaft jetzt auf die Strecke bringt, so gewaltig geworden sind. Was denken Sie, welche besonderen Impulse, Akzente konnte der Ethikrat in Richtung Politik setzen, um tatsächlich dann in der Gesellschaft und in der Gesetzgebung Dinge zu verändern? Was war so das Wichtigste für Sie? Es gibt Teilbereiche, wo der Deutsche Ethikrat Stellungnahmen für die Bundesregierung und das Parlament machte, die sozusagen im Abfallkorb gelandet sind. Es gibt andere, die wirklich zum Teil 1:1 in Gesetzestext übergegangen sind. Unter den herausfordernden Gebieten würde ich sagen, all die Fragen, die mit Gentechnik zu tun haben. Dann das ganze Paket
Forschung an embryonalen Stammzellen und adulten Stammzellen. Und wenn man vom Lebensanfang zum Lebensende geht, würde ich sagen, eines der markantesten Papiere, das wir gemacht haben, Demenz und Selbstbestimmung. Wie kann in einer Situation, in der die demografische Kurve einer Gesellschaft so ist, wie sie ist, und sehr viele Menschen sehr schnell älter werden, wie kann gerade in dieser Phase demenzieller Erkrankungen ein möglichst großer Würde- und Lebensrechtsschutz für alte Menschen mit demenziellen Erkrankungen gewährleistet werden? Und wir erfahren das ja selber Tag für Tag. Es gibt für älter werdende Menschen kaum ein erschreckenderes Diagnosesystem, als dass man die Nachricht bekommt, sie sind demenziell erkrankt. Wenn man vergleicht, wie cool der medizinische Fortschritt heute ist und wie cool Wissenschaft ist, muss man da sozusagen gegen den Mainstream ankämpfen, weil ethische Vorstellungen da weniger cool sind? Im Gegenteil. Ich bin inzwischen der sicheren Überzeugung, dass die Wissenschaft selber erkennt, dass die Forschungsergebnisse, die sie zutage liefert, nicht wertneutral in die Landschaft gestellt werden können, sondern dass sie eine ganz deutliche ethische Reglementierung benötigen, um Lebensrecht und Würde der Menschen zu sichern. Wir haben im Deutschen Ethikrat eine Stellungnahme gemacht mit dem Titel Biosicherheit und dort die Frage gestellt, wie muss man denn mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung umgehen, die zum Beispiel hochtoxischer Natur sind im Bereich von Viren und Bakterien, die sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der Garage eines Terroristen nachgebaut werden können. Da Terroristen in der Regel von Strafrecht und Gesetzen wenig beeindruckt sind, muss man sich genau überlegen, wie soll man mit solchen Forschungsergebnissen im Blick auf das Wohl der Gesellschaft umgehen. Und wir haben, das freut mich gerade als Mitglied des Senats der Max-Planck-Gesellschaft besonders, den Wissenschaftskodex der Max-Planck-Gesellschaft für den Umgang mit solchen Forschungsergebnissen empfohlen. Nämlich, dass Forscher und Wissenschaftler selbst sich immer wieder darüber klar werden müssen, welche Konsequenzen kann eine solche Forschung auslösen und wie muss man an den Orten, an denen solche Forschung geleistet wird und entsteht, verantwortlich handeln. Das sogenannte Dual-Use-Problem, also die doppeldeutige Verwendung von allen wissenschaftlichen Ergebnissen, ist hier das Stichwort. Bei Ihnen werden ja jetzt ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein paar Stunden Zeit frei, weil Sie jetzt nicht mehr dann Mitglied des Ethikrats sein werden. Wie werden Sie diese Stunden neu verteilen? Welche neuen Schwerpunkte werden Sie setzen? Die neuen Schwerpunkte sind für mich längst gesetzt worden. Ich bin ja als Weihbischof in Augsburg und als Dompropst hier in meiner bischöflichen Aufgabe tätig, etwa Visitationen, Firmungen, Gottesdienste und die Mitarbeit im Domkapitel. Und auf der anderen Seite ist mir ja eine umfangreiche neue Aufgabe zugefallen als Stiftungsratsvorsitzender der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Wir sind dort auch in einer Phase, die viel Neues bringt. Und zuletzt, wenn ich, sagen wir mal, auf meine ganz persönlichen Hobbys zurückkommen darf, die ja in der Wissenschaft sind. Ich bin als Senator der Max-Planck-Gesellschaft ja da an einer Schnittstelle der wissenschaftlichen Forschung tätig und kann dort mitbestimmen, wo es um die Frage etwa des Prüfungsausschusses oder des Ausschusses für die Forschungsförderung geht, wo Höchstleistung in der Wissenschaft und in der Wissenschaftsförderung in Deutschland gemacht wird. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Unsere Beiträge und weitere Nachrichten finden Sie auch auf unserer Homepage katholisch1.tv. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.